Herzlich willkommen bei Alles, was man braucht. Ich habe da ein super Gerät und zwar einen Gimbal, ein Ronin und hat mein Freund gegeben, dass ich es zusammenbaue und ein bisschen teste. Das Ganze kommt in einen wirklich großen, stabilen, riesen Koffer. Es ist alles dabei, was man braucht. Generell besteht das Teil das Ding aus zwei Teilen, den Griff oben und unten den Gimbal selber. Das wird dann mit einem Schwalbenschwanz zusammengesteckt und festgezogen. Dann ist noch der Ständer dabei und eine Fernbedienung und dann noch so Sachen wie so Klemmen, wo man einen Monitor montieren kann. Da sind zwei Stück dabei. Ja, das ist einmal ein USB-Kabel, Ladegerät, Akku. Gut, also man steckt das einmal zusammen und dann montiert man die Kamera auf den Schlitten. Ich habe dazwischen noch ein Manfrotto, System dazwischen gegeben. Schiebt das rein, macht das da mit seinem Clip fest. Da zum Beispiel hat der Clip hat keinen Zug mehr gehabt, das heißt die Platte ist hin und her gerutscht. Es sind aber Imbusschlüsseln dabei, das heißt man kann das nachziehen oder auch locker machen, wenn was zu fest ist. Gut, dann muss man mal die Tiltachse einstellen. Das heißt, man schiebt da, macht das auf und schiebt das rauf und runter, bis die Kamera in jeder Position stehen bleibt. Ja. Natürlich muss man das immer einmal so und natürlich auch die Platte nach hinten und nach vorne schieben. Ja. Also rauf einmal, das ist so, und gleichzeitig die Platte nach hinten und nach vorne schieben. Ja. Weil bei jedem Objektiv kann man es wieder neu einstellen. Das ist halt einmal so. Gut, hat man das, dann kommt diese Rollachse, da macht man da unten diese zwei Klemmen auf und schiebt das so lang nach links und nach rechts, bis das Ding halt auch so haltet. Dann die Panachse, ja, dass das Ding auch so irgendwie steht. Das ist immer ein bisschen mühsam. Da ist gut, wenn man einen zweiten hat zum Halten. Ja, oben ist ein bisschen schwerer. Gut, Klammern auf und da kann man so hin und her wandern. Ja, das ist wie so eine Zahnradbahn, kann man sagen. Gut, hat man das einmal so weit eingeschaltet. Länger drauf drücken, dass er sich einschaltet. Wenn man nur kurz drückt, kann man nur schauen, wie voll der Akku ist. So, jetzt ist das Ding eingeschaltet. Es surrt ein bisschen. Okay. Der typische Test. Ups. Ja, also leicht ist anders. Ja. Drehen, da gibt es einen gewissen Totgang, das heißt man muss ein Stückchen hat man, das kann man einstellen in der Software und dann dreht sich das Ganze mit. Ja. Genauso rauf und runter kann man wieder den Totgang einstellen wie bei einer Fernbedienung und irgendwann geht das dann mit. Ja. Dann kann man wieder und dann hat man wieder den Totgang. Ja? Und den kann man einstellen. Dann vielleicht noch kurz, Fernsteuerung ist auch dabei, habe ich vergessen. Einschalten. Die Geschwindigkeit kann man auch programmieren. Ja? Und dann gibt es einen schönen Schalter. Den rechten, wenn ich den nach unten drücke, geht es in die Ausgangsposition zurück. Aber nicht die Tiltachse. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Aber alle anderen, das heißt die Pan und die Rollachse, gehen zurück. Nur die Tiltachse nicht. Okay, in der Mittelstellung dürfen beide, der Kameramann und der Operator, worken. Im Team ist der Schalter nach oben. Funktioniert das da nicht mehr mit Lenken. Das heißt, die Kamera bleibt immer gerade. Das heißt, wenn ich jetzt nach vorne gehe und dann auf die Seite gehe, oder so auf die Seite gehe, dann bleibt die Kamera dort ausgerichtet und nur der Operator kann, wenn er mag, umschwenken. Ja?
Gut. Super Ding. Jetzt schauen wir uns ein paar Aufnahmen an. Und nachher zeige ich euch noch was Interessantes. Wobei ich nicht weiß, ist das nur bei diesem Gerät? Hat das was? Oder ist das allgemein? So, jetzt kommt das, was ich euch noch zeigen wollte. Und zwar gibt es da so eine Objektivstütze dazu. Wenn die nicht drauf ist, macht das das. Ist das normal? Das heißt, das Ding schwingt sich auf. Keine Ahnung. Das war's. Danke fürs Zuschauen.